Ja, keine Ahnung. Wieder ausweichen. Diesmal wieder nach rechts. Hä? Die Tennenschläge? Ich verstehe gerade gar nichts. Die Tennens jetzt eine Art Mafia zweiter Klasse. Hey, pass auf, wen du zweite Klasse nennst. Die Tennengang ist die fünft gefährlichste kriminelle Familie in Kalifornien. Wir haben überall Beziehungen. Na toll. Echt klasse. Unmöglich. Du glaubst mir nicht? Hey, nein! Ist das. Nun Feuerzeug. Na, sieh mal an. Von meiner Familie für Ihre, zum Dank für Ihre beständigen Dienste. J.J. Valenti. Wer auch immer das John ist. John Valenti, Pate der Sacramento-Bande. Ach so. Die drittgefährlichste kriminelle Familie in Kalifornien. Jetzt ducken wir uns mal einfach. Okay, aber... Ja, warum bist du kein Schwächling? Was ist passiert? Als ich ging, waren du und mein Vater... Da hattest du Angst vor meinem Vater. Angst? Was ist hier passiert? Kein Tennen hatte jemals Angst vor einem McFly. Ich weiche jetzt mal noch nach rechts aus. Ich habe eine Frage. Ja, und warum wurde ich denn aus einer Stadt gejagt? Wann wurde ich oder aus beziehungsweise der Stadt wann? Vor 2 Jahren. Nein, ich habe Alzheimer. Wir haben uns doch eigentlich geeinigt, netter zu deinem Alten zu sein, wenn du verschwindest. Ja, was habe ich denn getan? Du bist zurück. Also können wir die Samthandschuhe ausziehen. Springen. Und noch etwas. Haha. ja, Wichser, was habe ich euch getan? Warum seid ihr so sauer auf mich? Du erinnerst dich nicht? Du bist wirklich durchgeknallt. Alzheimer. Denk mal nach. Die Sache mit dem Düngerlaster? Ja, jeder, wie es verdient. Mit welchem? Ausweichen. Eins verstehe ich immer noch nicht. Ja, und was ist mit... Was ist mit meiner Mom? Ich meine, wie ist sie mit meinem Dad zusammengekommen? Keine Ahnung. Sie steht wohl auf Verlierer. Sie hätte jeden von uns haben können. Aber sie wollte ja den alten Gimpy McFly. Ach komm, das ist George. Das verstehe ich immer noch nicht. Ja, könnt ihr nicht jemand anders belästigen? Warum sucht ihr euch nicht jemand anderes? Tun wir doch! Er ist nicht der Einzige. Das ist irgendwie unser Ding. Ja. Ich merke schon. Nochmal ausweichen. Eine Frage noch. Ja, und was ist mit meinem Dad passiert? Was hast du mit meinem Dad gemacht? Dein Dad saß schon in diesem Rollstuhl, bevor du geboren wurdest, Milchgesicht. Hoffentlich hat er noch einen für dich übrig. Du wirst ihn nämlich in 3 Sekunden brauchen. Hm. Ja, wir ducken uns mal. Oh. Ach so. Das hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm. Da habe ich gar nicht dran gedacht, dass der Insektenfänger ja da ist. Oh Mann. Ein Kinderspiel. Ja, wenn man es weiß. Flittchen hätte mich nicht abhalten sollen, deinen Großvater kalt zu machen. Wer ist das jetzt? Hä? Hm. Kid? Niemand. Alter, was ist das für eine Knarre, für eine große? Legt sich mit. Schnell. Jawohl. Ist das jetzt schnell umgebastelt worden, oder? Was, was wir 1931 getan haben, hat Kid Tennant vor seinem gerechten Urteil bewahrt. Und deswegen wüten die Tennants jetzt schon seit über 50 Jahren in Hilfe. Oh, verdammt. Wie immer geht irgendwas schief. Jedes Mal. Meine Güte, sie haben die Spielhalle ausgeraubt. Wir müssen zu dem Tag zurückkehren, an dem Kid Tennant verhaftet werden sollte. Herausfinden, was schiefgelaufen ist und es korrigieren. Sonst könntest du vor ihm in einer Stadt festsitzen, die den Tennants gehört. Das ist keine Option, Doc. Vergessen Sie es. Nee, ist es auch nicht. Haha. Also.
Was ist denn das für ein Apparat schon wieder? Okay, dann gehen wir das nochmal durch. Irgendwann heute Nacht wird Kit Tennant von seiner Braut, einer Sängerin namens Trixie Potter, verraten. Die scharfe Kleine, die gestern aus der Bar gekommen ist. Genau, wir erinnern uns, Trixie. Dann müsste Tennant von einem Polizisten namens Danny Parker verhaftet werden. Parker? Parker? Hey! Glauben Sie, er ist mit meiner der Freundin ist, Jennifer Parker verwandt? Das ist das nicht auch derselbe gewesen, der die Geschichte so verändert, dass keines dieser Ereignisse der Doc hier verhaften wollte? Dem Tenant-Clan ausgeliefert ist. Du musst zurück in Tenants Bar, herausfinden, was schiefgelaufen ist und für Kit Tenants Verhaftung sorgen. Kein Problem, Doc. Ich setz nur meinen Hut auf, dann bin ich... Kein Problem, das ist immer ein Problem. Ist der Ball ist zu geil. Sicher, dass sie nicht mitkommen können? Das wäre viel zu gefährlich. Du bist unauffällig und kannst dich leicht tarnen. Mein sehr markantes Gesicht dagegen war seit meiner waghalsigen Flucht vor der Polizei und den Gangstern in jeder Zeitung von hier bis Reno. Unauffällig? Ich finde schon einen sicheren Unterschlupf. Dieser Absteiger liegt sicher im Budget. Dort findest du mich, wenn du Hilfe brauchst. Ja, aber da hat doch bestimmt so einen Koffer wie im Film damals gehabt. Wo einfach, keine Ahnung, aufmachen und dann die Scheine von den verschiedensten Jahren. Zu geil. Der Anzug, der Bart, der Hut. Zu schön. Oh ne, da ist Edna. Und was ist das? Steuerungskonsole, für was denn? Emmett hat sich wohl nicht gelangweilt. Ja, was hat er denn schon wieder gemacht? Emmett hat sich wohl nicht gelangweilt. Nee, das haben wir jetzt schon gehört, aber was hat er gemacht? Entschuldigen Sie mich, Sir. Aus Ihrer Kleidung und Ihrer allgemeinen Zwielichtigkeit kann ich entnehmen, dass Sie wohl auf dem Weg zu Tennants Bar sind, richtig? Ja, ja, nein, ja, nein, ja. Ich sag's einfach mal aus so Prinzip nein. Nein? Sie haben zumindest genug Schamgefühl, um es zu leugnen. Leider habe ich nicht die Macht, Sie aufzuhalten. Aber ich bitte Sie, noch einen Augenblick zu bleiben und sich mein Lied anzuhören. Nee. Oh, nee. Bitte, lieber Trinker, lass doch deine Flasche stehen. Was in Gottes Namen? Tut mir leid, Miss Brickland. Nur ein Foto, das ist geil. Der einen Moment nicht richtig funktioniert hat. Mr. Brown, warum ist ein Hund in diesem Fahrzeug? Warum? Zum Wohle der Menschheit natürlich. Hallo, Sunny. Sunny? Mr. Crockett, was soll diese Aufmachung? Sunny? Ich hieß doch anders. Harry Callahan oder so. Das ist mein neuer Look. Er ist voll in. Mein neuer Look. Ich will beweisen, dass man sich wie ein Gangster kleiden kann, ohne ein Gangster zu sein. Spannend. Das ist geil, oder? Ich brauche unbedingt ein exklusives Interview. Doch jetzt muss ich ein paar Seelen retten. Und du musst einen Blick auf mein neuestes Experiment werfen. Ja, erzähl mal. Du bist nicht sauer wegen was ist es? Schwamm drüber. Ich bin zu größeren Dingen übergegangen. Komm bei Gelegenheit am Pavillon vorbei. Ich bereite alles vor. Du glaubst nicht, was Ivy und ich alles geplant haben. Berühmte letzte Worte. Na gut, wo war jetzt diese... Ah, das ist mir egal. Ich will erstmal mit ihm hier reden. Sunny, gerade rechtzeitig. Was soll ich halten? Ja, erstmal danke, dass du auf Einstein aufgepasst hast. Na dann, danke, dass du auf Einstein aufgepasst hast, als ich weg war. Es war mir ein Vergnügen. Er war eine sehr bereitwillige Testperson. Beinahe, als hätte er schon Jahre mit mir zusammengearbeitet. Eher Jahrzehnte. Und wie ist es dir ergangen? Wie ist es dir ergangen, Emmett? Ich habe dich seit Monaten nicht gesehen. Großartig. Und alles nur dank dir. Wirklich? Ja, der Streit mit meinem Vater während unseres Raketenbohrer-Experiments hat mir endlich den Anstoß gegeben, beim Gericht zu kündigen. Jawohl. Jetzt kann ich mein Leben der Wissenschaft widmen. Sehr gut. Ja, was machst du jetzt da? Was hat es mit dem kleinen Auto und der Ausrüstung auf sich? Einstein und ich machen ein paar Experimente mit diesem maßstabsgetreuen Modell, um bis zur Hill Valley Expo in einigen Monaten die letzten Fehler zu beheben. Ein ferngesteuertes Auto? Nein. Eigentlich doch, aber es wird viel mehr sein als... Ja, was denn? Erzähl's doch. Wird darüber staunen.
Was? Ich zeig es dir. Bist du startklar, Einstein? Sieh her! Nicht zu mir, zum Auto! Zum Auto! Ja, okay, die Anzahl der Fähigkeitsschutz, aber ansonsten. Okay, das soll in der Richtung Zeitmaschine gehen. Kein Grund zur Sorge. Sicher? Kein Grund zur Sorge. Wohl eher doch. Höhenangst hat er auf jeden Fall. Muss man sagen. Ah, er hat sich ja die Absteige geleistet. Sozusagen. Tja, eine ist da oben. Ach, ich gehe jetzt einfach mal zur Absteige rein. Vielleicht kann ich mir ja mit Doc reden. Oh, cool. Hey Doc, wie ist das Zimmer? Ein bisschen sauberer, als man es von so einer Absteige mitten in der Depression erwarten würde. Wie laufen die Ermittlungen? Aber es sieht auch nicht gerade, schön aus. Aber ich denke mal, es ist so zeitentsprechend gemacht. Du bist im Park. Wieso wusste ich nicht, dass ich heute Abend Ihrem jüngeren Ich begegnen würde? Weil ich mich nicht erinnere, heute hier gewesen zu sein. Offensichtlich hat ein Treffen mit meinem jüngeren Ich vor 2 Monaten meine persönliche Zeitachse etwas verschoben. Ich konnte nie öffentliche Experimente durchführen, so wie er. Aber das macht nichts, solange ich mir Frankenstein ansehe. Frankenstein? Ja, gerade experimentiert mein jüngeres Ich da unten mit Raketenantriebssystemen herum, die er dann auf der Expo demonstrieren kann. Der Anfang deiner Karriere als Wissenschaftler. Genau, jetzt sind die Raketen eine fürchterliche Idee. Und ich werde bald herausfinden, dass sie nie funktionieren. In ein paar Stunden gehe ich also in das Kino und sehe mir Frankenstein an, um den Kopf frei zu bekommen. Ich habe die Eintrittskarte von diesem Film schon über 70 Jahre in meinem Geldbeutel. Geil. Wieso? Weil ich während dieses Films die Eingebung für meinen Durchbruch bei der Expo haben werde. Das hat doch nichts mit der Wiederbelebung von Toten zu tun, oder? Natürlich nicht. Erinnerst du dich an die Szene, in der Colin Clive mit dem Messer? Egal, ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass ich mir diesen Film ansehe. Ja, okay. Ich glaube, ich hab's verstanden. Ja, und wo ist der DeLorean? Wo hast du den DeLorean geparkt? Ich habe ihn auf dem DeSoto-Grundstück sicher versteckt. Heutzutage kauft doch sowieso niemand Autos. Gehen wir nochmal weiter durch. Rette Einstein. Emmett hatte kein Glück damit, Einstein vom Gerichtsgebäude zu holen. Das überrascht mich nicht. Eine ist ein schlauer Hund, aber er hat Höhenangst. Das sah aber nicht so aus, wenn er an der Kante vom Dach war. Ich ab und ich übernehme den Rest. Okay, den jungen Emmett ablenken. Irgendwie. Keine Ahnung wie, aber irgendwie. Ja, und wegen dem Brandstifter, der Bar. Hey, wer hat eigentlich Tennants Flüsterstube abgefackelt? Ich weiß es immer noch nicht. Ich würde das gerne noch herausfinden. Das war bestimmt Edna. Oder so. Vermute ich jetzt einfach mal so. Werfe ich in den Raum. Jan, warum 1931? Sie haben mir nie gesagt, warum genau Sie ins Jahr 1931 zurückreisen wollten. Das ist meine Sache. Wenn es vorbei ist, erzähle ich dir alles. Nee, ich will's jetzt wissen. Daran werde ich Sie auf jeden Fall erinnern. Ja, genau. Genau, schauen Sie sich das an. Was denn? Können Sie das erklären? Ich bin verwirrt. Alles ganz einfach. In der eigentlichen Zeitachse, der Zeitachse A, wurde der Brandstifter der Flüsterstube nie geschnappt. Und zu einem Mysterium von Hill Valley. Ja. Okay. Als ich nach 1931 zurückkehrte, habe ich die Zeitachse B erschaffen, in der ich für den Brandstifter gehalten und folglich von Kit Tennants Schlägern getötet wurde. Mhm. Einstein kam mit mir und war dann irgendwie im DeLorean, als der Notmechanismus auslöste und ihn nach 1986 geschickt. Hier komme ich ins Spiel. Präzise. Du bist am 14. Juni 1931 zurückgereist und hast Zeitachse C erschaffen. Eine Welt, in der Carl Sagan nicht von Kit Tennant ausgelöscht wurde, Arthur McFly jedoch eine Vorladung und von bekam. Kit Tennants Männern niedergeschossen wurde. Ja,
Also bist du 6 Stunden in der Zeit zurückgereist, hast Zeitachse D erschaffen, das Leben deines Großvaters gerettet, aber Kit Tennant irgendwie vor seiner Verhaftung bewahrt. Was erklärt, warum die Tennants so mächtig waren, als wir ins Jahr 1986 zurückkehren? Also sind wir jetzt zurück im August 1931 und erschaffen Zeitachse E, in der wir hoffentlich Tennant ins Gefängnis stecken, wo er hingehört. Verstanden? Alter Schwede, ist ja alles total einfach, Keine ne? Frage. Was? Können Sie das erklären? Ich bin verwirrt.